Dominik Schall mit der Nummer 16 schießt den ersten Treffer in der Kühlgruppe zu Mainz zu 0 für den TSV Vordorf. Den Ausgleich erzielt Ömer Gökus mit der Nummer 23 mit seinem ersten Treffer am heutigen Cup der Besten der dritten Auflage. Schlag auf Schlag. Ein Doppelschlag durch Ömer Gökus, der innerhalb von 20 Sekunden gleich seinen zweiten Treffer in Folge in dieser Partie und in diesem Turnier erzielt. Und auf 2:1 für den MTV Isenbüttel in der Kühlgruppe erhöht. Über einen Live-Ticker erfahre ich auch soeben, dass Ömer Gökus sich auch nach dem Spiel in der Sprecherkabine, sondern unten in der Küche ein Partyfässchen der Privatbrauerei Wittingen abholen kann, um diese mit seiner Mannschaft zu genießen. Come on.
Ja, liebe Freunde des Turniers, dieses Turnier, das lebt seit dem heutigen Tag, seit 3 Jahren von treuen und sehr verlässlichen Sponsoren, die ich hiermit auch begrüßen möchte. Zum ersten den Robert Meyer, der von Beginn an sehr viel für dieses Turnier getan haben, und vor allem auch Axel Dietrich von der Volkswagen AG, speziell aus der Sportförderung, der sehr stark hier regional, lokal mit Vereinen vernetzt ist und diese stets fördert. 22. Prompt, kaum erwähnt man die Sportförderung, wird der Sport durch ein weiteres Tor gefördert durch Jan-Philipp Helms, der um das 3:1 erhöht für den MTV Isenbüttel. Ja, die letzten 2 Minuten dieser Partie, die sind jetzt auch angebrochen. Es war und es bleibt spannend auch in dieser Gruppe, aber mit diesem Sieg des MTV Isenbüttel würde, soweit die Partie so endet, der MTV Isenbüttel auch die Gruppenführung übernehmen. Für das nächste Spiel machen sich zusätzlich bitte bereit der SV Kalbala und die SV Gifhorn aus der Volksbank-Gruppe. Und kurz vor Schluss, verkürzt, TSV Vordorf noch auf 2:3 durch Fabian Liebig mit seinem ersten Treffer. Ömer Gökkus erhöht auf 4:2.